Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wieder zurück in unsere Himmelsfeste und Gott sei Dank haben die Leute hier nicht allzu viel zu sagen. Wir fragen auch trotzdem mal hier bei Dorian, der war ja dabei. Der hat ja Ihr habt bestimmt hier da was zu bemerkenswert sagen. wenig über die frühe Geschichte Tevinters. All diese Geschenke an die Inquisition und das Beste, was dabei herauskommt, ist das Malefica Imperio? Triviale Propaganda. Sucht man allerdings 20 Bände über den sonntäglichen Stuhlgang der göttlichen Galatea, wird man hier mit Sicherheit fündig. Was? Nein, der will ja eh nicht mit uns. Wenn ich wüsste, wonach ihr sucht, könnte ich euch vielleicht helfen. Ihr? Das glaube ich kaum. Ich entschuldige mich, das war unangebracht. Habt ihr hier etwas von Genitivi gesehen? Ich hätte schwören können. Worum geht es hier, Dorian? Worum sollte es schon gehen? Um das, was in Adamant geschehen ist, natürlich. Wir sind ins Nichts gegangen, körperlich. Geht es euch gut? Ach so, er will immer noch darüber reden. Gut. Passt schon. Ich habe überraschend viel erfahren, zum Beispiel, was im Tempel der Heiligen Asche geschehen ist. Ihr habt eure Erinnerungen wiedergewonnen. Das ist gut, nehme ich an. Ich denke schon. Euch ist aber schon bewusst, dass seit über 1000 Jahren niemand so etwas vollbracht hat. Korypheus und seine Zeitgenossen haben das Nichts betreten und dadurch die Verderbnisse in Gang gesetzt. Im Vergleich dazu. Was? Für ein Glück, dass ihr dort wart. Na, das ist ein schwacher Trost. Soll ich etwas stolz sein? Ich hatte Glück. Ihr habt recht. Ich hatte Glück. In der Tat. Aber es gibt dennoch Grund zur Besorgnis. Wenn ihr das Nichts betreten könnt, werden andere versuchen, es euch gleichzutun. Wer weiß schon, welche Geheimnisse Korypheus enthüllt hat. Und nicht alle von ihnen werden so viel Glück haben wie ihr, was sie dabei entfesseln könnten. Wollt ihr meinen Rat? Bewahrt darüber Stillschweigen. Lasst sie spekulieren. Zu viele werden dies als eine Herausforderung betrachten. Jo. Das ist eine gute Idee. Es gibt auf dieser Welt schon genügend Schwachköpfe, die glauben, dass sich ihre Probleme in Luft auflösen, wenn sie nur genug Blutmagie einsetzen. Und das ist etwas, was ich in meiner Heimat beenden will. Das brauche ich nicht. Was ich allerdings brauche, ist ein Exemplar des Liberalum. Ich könnte wetten, dass ich darin Korypheus' richtigen Namen finde. Was, wenn ich beweisen kann, dass er nur ein geltungssüchtiger Kläffer ohne nennenswerte Familie war? Sein Glanz würde ziemlich schnell verblassen. Wünscht mir Glück. Ja. Keine Ahnung, was ist der Name unseres Feindes? Aha. Können wir nochmal? War das nicht großartig im Winterpalast? Ach Gott. Ihr habt eine Kaiserin gerettet und jetzt frisst sie euch aus der Hand. Allein die Vorstellung. Bei all diesen Tänzen der Politik und den Morden, bekomme ich ein bisschen Heimweh. Es freut mich, dass ich euch diesen Gefallen tun konnte. Ein Hauch von Heimat, nur für euch. Nicht nur für mich, das war ein Spaß für die ganze Familie. Ich hätte vielleicht noch jemanden dazu einladen sollen. Wir waren dort, das ist alles, was zählt. Genau, es waren genug Leute Übrigens, da. ich hoffe, ihr habt den Schinken gekostet, den sie aufgetischt haben. Er hat nach Verzweiflung geschmeckt. Absolut faszinierend. Echt jetzt? Also ich habe keinen Schinken gekostet. Ich war ja hier irgendwie die ganze Zeit beschäftigt, irgendwelchen Kram zu sammeln. Okay, gibt's nichts Neues. Gut. Ich sollte gehen. Wie ihr wünscht. Yep. Fiona? Seid mir gegrüßt, Inquisitor. Aha, alles gut? Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung? Die meisten Magier begrüßen die Allianz. Aber natürlich fragen wir uns, wie es weitergeht. So wie immer. Gut, da gibt es auch nichts Neues. Ich will nicht weiter stören. Das war nicht der Tisch. Wo war denn der? Hier ist die Antwort auf die Anfrage der Vorsteherin der Gewerbetreibenden. Ja, ich kümmere mich darum. Euch wurde eine Aufgabe gestellt, Inquisitor. Hier ist sie. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Dank des derzeitigen Zustandes der Himmelsfeste kann ich meinen Pflichten mit maximaler Effizienz nachgehen. Okay.
Weitermachen. Was auch ja, immer. Inquisitor. So. Wo ist denn hier der? Da. Irgendwas abzugeben. Träumerlumpen. Okay. Etwas mehr Einfluss. Liliana, wie siehst du das? Neue Göttliche zu werden. Inquisitor, ich habe nachgedacht. Ihr erinnert euch wieder an alles, nicht wahr? Mm-mm. Die Explosion in Haven, das Nichts, wie ihr aus der Bresche entkommen seid. In eurem Bericht sagtet ihr, Justinia wäre bei euch gewesen. Letztlich seid aber nur ihr wieder herausgekommen. Warum? Warum wart ihr die einzige Überlebende? Sie hat mich gerettet? Sie wusste, dass wir es nicht beide geschafft hätten. Und sie wollte, dass ich überlebe. Ja, natürlich. Natürlich wollte sie das. Das klingt ganz nach ihr. Ihre Nachricht an mich. Auch ich ließ euch im Stich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was das zu bedeuten hat. Hat sie vielleicht sonst noch etwas gesagt? Irgendetwas? Bitte, wenn ihr euch erinnern könnt. Nee, ihr versteht es nicht. Ich verstehe es ja auch nicht, aber ich bin gerade irgendwie irritiert, weil ich gedacht hatte, das Gespräch hätten wir schon gehabt. Es tut mir leid, Liliana. Das war alles. Das Nichts hält keine Antworten bereit. Nur Illusionen. Es ist ein Zerspiegel. Justinia hat mich nie im Stich gelassen. Ich war ihre linke Hand. Und jetzt ist sie tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Na, das ist mit Schmupels. Da. Der Kram liegt ja immer da. Okay, Liliana, nochmal. Es ist also wahr. Einige sehen Cassandra oder sogar mich als Justinias Nachfolgerin. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich möglich wäre. Andererseits, wenn die anderen Kandidatinnen aus dem Rennen wären... Mit, ihr seid ihre letzte Option? Oh Gott. Strebt ihr wirklich danach, die Göttliche zu werden? Als Justinia noch lebte, hätte ich jeden ausgelacht, der auch nur angedeutet hätte, ich könnte ihre Nachfolgerin werden. Die Dinge haben sich geändert. Und doch bin ich mir nicht sicher. Der Wiederaufbau der Kirche wird dem Versuch ähneln, ein sinkendes Schiff durch einen Sturm zu steuern. Was, ihr könntet von Bord gehen? Lasst die Kirche sinken. Ich helfe, wenn ich kann. Wer auch immer die Göttliche wird, hat meine Unterstützung, falls sie sie brauchen sollte. Ich bin mir sicher, wer auch immer die Göttliche wird, wird die Unterstützung der Inquisition dringend brauchen. Die Kirche ist geschwächt, aber sie hat immer noch Einfluss auf die Leute. Wer sagt den Leuten, was richtig ist? Auf wen verlassen sie sich in Zeiten der Not? Eine Göttliche mit genügend Unterstützung kann die Kirche und mit ihr auch ganz Thedas verändern. Aber diese Diskussion ist verfrüht. Falls Korypheus siegt, wird die Suche nach einer neuen Göttlichen das kleinste unserer Probleme sein. Ja, würde sie jetzt da den Job übernehmen oder eher nicht? Cassandra würde ja. Portet die hier hin und her. Eine Nachricht der göttlichen Justinia. Aber sie ist doch tot. Normalerweise schicken die Toten keine Nachrichten. Schön, dass sie es für notwendig erachtet, mich darüber in Kenntnis zu setzen. Diese Nachricht wurde vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren geschrieben, um mir bei ihrem Tod zugestellt zu werden. Ich habe schon von derartigen Absicherungen gehört. Bei einem plötzlichen Tod bleiben oft einige Dinge unerledigt. Ich werde nach Valence gehen, einem kleinen Dorf am Wachen Meer. Irgendetwas ist dort versteckt. Wisst ihr, wonach ihr dort sucht? Die Göttliche war eine mächtige Frau, die ihre Stellung genutzt hat, um die verschiedensten Dinge in ihren Besitz zu bringen. Was auch immer sie in Valence versteckt hat, wäre der Inquisition höchstwahrscheinlich nützlich und darf nicht in falsche Hände geraten.
Wenn ich Glück habe, hat sie mir Anweisungen hinterlassen. Was? Ich gebe euch Anweisungen? Nee. Warum sollte sie etwas in Valence verstecken? Was ist so besonders daran? Bevor Justinia die Göttliche wurde, war sie lange Jahre eine ehrwürdige Mutter der dortigen Kirche. Es ist für sie ein Ort von großer Bedeutung. Ihr wollt also gehen? Schickt jemand anderen? Nee, sagt einfach, was ihr braucht. Bittet ihr mich gerade um Erlaubnis, für eine Weile zu verschwinden? Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass ich sonderlich lang fort sein werde. Und ich hatte gehofft, ihr würdet mich vielleicht begleiten. Denkt ihr zumindest darüber nach? Ja, definitiv. Eines noch. Wenn das, was in Valence versteckt ist, wirklich so wertvoll ist, wie ich vermute, werden wir nicht die Einzigen sein, die danach suchen. Aber das ist wir ja egal. Wir treffen uns dann bei der Kirche in Valence. Und versucht euch nicht allzu viel Zeit zu lassen. Aha. Wir schauen da mal. Okay, sie geht da mal weg. Ja, dann treffen wir uns wohl mit Liliana in Valence. Wenn ich denn hier wieder rausfinde. Wie sieht es denn eigentlich hier bei Vivienne aus? Halt, sie hat Bücher. Inquisitor, ich bin in der unerfreulichen Lage, euch um Hilfe bitten zu müssen. Mhm. Dann frag mal. Ich muss eine alchemistische Formel fertigstellen. Allerdings fehlt mir eine wichtige Zutat. Das Herz einer Schneewivern. Ich hatte schon alles arrangiert, doch die Chevaliers, die für mich arbeiteten, wurden im Bürgerkrieg getötet. Wenn ich eine Schneewivern jagen soll, müsst ihr mir alles erzählen, was ihr über sie wisst. Schneewivern sind recht selten und über alle Maße gefährlich. Keine andere Wivern-Art hat ein stärkeres Gift als sie. Gewöhnliche Jäger würden sie niemals jagen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ihr hingegen, meine Liebe, wärt diesem Monster sicher gewachsen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch auf Alchemie versteht, Vivienne. Woran genau arbeitet ihr? Ein Mitglied des Rats der Herolde gab mir einen entsprechenden Auftrag. Ich bin schließlich noch immer Hofverzauberin. Die Angelegenheit ist privat. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr wollt, dass ich mein Leben für euch riskiere, sagt mir aber nicht wofür? Meine Liebe, es wäre ja wohl kaum schicklich, die Geheimnisse von Leuten auszuplaudern, die auf meine Diskretion vertrauen. Ihr würdet doch gewiss auch nicht wollen, dass ich eure Probleme ausposaune, oder? Na, okay, da hat sie ja recht. Ich bin keine Jägerin. Wieso, denkt ihr, kann ich euch helfen? Diese Bestien werden nicht zum Spaß gejagt, wie andere Wyvern mitunter. Sie sind viel gefährlicher. In der Vergangenheit wurden Chevaliers damit betraut, die Kreaturen zu töten oder von Ansiedlungen fernzuhalten. Aber nachdem meine Chevaliers Opfer der politischen Umstände wurden, brauche ich jemanden mit einem gewissen soldatischen Geschick. Ja, gut, ich helfe da gerne. Ich werde tun, was ich kann. Danke, meine Liebe. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde Cullen sagen, wo ihr das Biest findet. Und denkt daran, meine Liebe. Ich brauche ihr Herz, sonst wirkt der Trank nicht. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Naja, wenn wir das machen, kommst du mit. So, können wir nochmal? Dreut schon die nächste Krise, meine Liebe. Dreut? Ihr seht mitgenommen aus. Ist gut. Ich habe gedacht, du würdest jetzt noch mit mir hier ein bisschen über den Ball reden wollen, eventuell. Ah, Viviennes alchemistische Notizen. Für die Primetas-Wurzel muss ein geeigneter Ersatz gefunden werden, da die Pflanze während der zweiten Verderbnis ausgestorben ist. Getrocknetes, aus einem Wanderhügel geschnittenes Rotmoos hat vergleichbare heilende Eigenschaften und mit einer Emulsion aus Silberit und Elfenwurzelextrakt lässt sich auch das tödliche Gift des Rotmooses neutralisieren. Die Lösung muss exakt 75 Minuten lang mit einer magischen Flamme erhitzt werden. Gewöhnliches Feuer, womit es auch geheizt wird, erreicht zu niedrige Temperaturen. Das Herz des Schneewivern darf erst im letztmöglichen Augenblick hinzugefügt werden.
Die Mixtur wird instabil, wenn sie Licht ausgesetzt ist und hält sich selbst in völliger Dunkelheit nur 3 Tage. Danach sinkt ihre Wirkung innerhalb weniger Stunden rapide und Experimente haben ergeben, dass der Verjüngungseffekt ab dem Moment der Fertigstellung kontinuierlich nachlässt. Basteln wir jetzt hier irgendwie einen Verjüngungstrank? Am 2. Tag ist das Ergebnis kaum noch spürbar und am 3. ist die Mixtur völlig wirkungslos. Ich verstehe das nicht, ein Verjüngungsmittel? Für wen ist dieser Trank? Naja, so wie die Kaiserin ausgesehen hat, eventuell für sie. Die sah ja weniger frisch aus. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich will eigentlich da wieder runter. Hier runter? Ne, hier geht's nur zu denen. Ich verlaufe mich hier in meiner eigenen Burg. Das ist mehr als peinlich. Na, so. Okay, hier sind wir wieder richtig. Hier lang. Juicy Tag. Hier müssen wir irgendwann mal fertig mauern. Es wird Zeit, unseren nächsten Angriff zu planen. Wie steht es um die Inquisition? In Orlais sind wir recht beliebt. Ein Wort von euch genügt und Kaiserin Selene schickt uns Unterstützung. Und dank eures Eingreifens in Adamant hat Korypheus sein Dämonenheer verloren. Mit den Truppen aus Orlais sind wir ihm ebenbürtig. Korypheus Gefolgsleute dürften bereits in Panik geraten. Das sagen auch meine Spione. Unsere Siege haben seine Anhänger erschüttert. Wir haben ihren Gott 2-mal besiegt. Korypheus durfte ziemlich wütend sein. Wo ist er jetzt? Nach der Sache mit der Herzogin hat Korypheus seine wichtigsten Stützpunkte aufgelöst. Er marschiert jetzt nach Süden in die Arbor-Wildnis. Seine Armee war nicht auf einen Rückzug vorbereitet. Unsere Siege haben sie in die Defensive gedrängt. Sie haben Thedas lange genug terrorisiert. Legen wir ihnen das Handwerk. Wenn sich Korypheus in der Arbor-Wildnis versteckt, ist sie unser Ziel. Aber was macht Korypheus in einer so abgelegenen Gegend? Seine Leute durchstöbern seit Haven elfische Ruinen. Wir glauben, er sucht nach mehr. Was er zu finden hofft, wissen wir allerdings noch immer nicht. Was niemanden überraschen sollte. Glücklicherweise kann ich helfen. Ich bin ganz Ohr, Lady Morrigan. Was Korypheus in diesen vergessenen Wäldern sucht, ist ebenso alt wie gefährlich. Das da wäre? Ich denke, das sollte ich euch zeigen. Zeigen? Okay, die anderen 3 lassen wir einfach mal da stehen. Meh, eigentlich wollte ich Missionen abholen und aufgeben. Das ist ein Illuvien. Ein Elfenartefakt aus einer Zeit, lange bevor ihr Reich der Gier der Menschen zum Opfer fiel. Ich habe diesen hier mit großem Aufwand wiederhergestellt, aber in der Arbor-Wildnis gibt es noch einen. Das ist es, was Korypheus sucht. Er ist auf seine Art schön. Ich bin auf Legenden über einen unversehrten Elfentempel in der Arbor-Wildnis gestoßen. Da es zu gefährlich war, sich dem Tempel zu nähern, suchte ich meinen Schatz an einem anderen Ort. Falls Korypheus nach Süden zieht, könnte er Erfolg haben, wo ich scheiterte. Dann würde der Illuvien ihm gehören. Was bewirkt er? Weitaus interessanter ist doch die Frage, wohin führt er? Ja, folg ihr einfach mal. Ach je. Wir gehen dann durch irgendein... Na toll. Durch irgendwas Blaues. Okay, ich habe keine Kollegen mit. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht irgendjemanden verprügeln.
Wenn dieser Ort einmal einen Namen hatte, ist er längst vergessen. Ich nenne ihn den Kreuzweg. Ein Ort, an dem alle Illuvien zusammentreffen. Egal, wo sie sind. Aha. Ein nützlicher Trick. Für jemanden, der den Weg kennt, gewiss. Die Altelfen haben keine Straßen hinterlassen, nur verborgene Ruinen in entlegenen Winkeln der Welt. So reisten sie zwischen ihnen hin und her. Wie ihr seht, sind die meisten spiegelblind. Zerbrochen, verderbt oder unbrauchbar. Was die übrigen angeht, einige können von dieser Seite geöffnet werden, allerdings nur wenige. Okay. Ist halt dann die Frage, können wir dann nicht da in das andere Gebiet mit einem von den Dingern hier reisen und den dann abbauen? Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Meine Reisen haben mich an viele seltsame Orte geführt, Inquisitor. Eines Tages führten sie mich hierher, in diese Zuflucht. Zuflucht? Nicht alle Spiegel führen zurück in unsere Welt. Wenn die Alten etwas waren, dann erfinderisch. Wenn sie nicht in unsere Welt zurückführen, wohin dann? In Zwischenwelten. Orte wie diesen. Besser kann ich es nicht beschreiben. Vorübergehend war ich hier vor meinen Häschern sicher. Aber nur vorübergehend. Man kann nicht ewig in der Zwischenwelt bleiben. Mhm. Dahin hat sie sich also hin zurückgezogen. Okay. Was meint ihr mit, einige können von dieser Seite geöffnet werden? Einige Illuvien sind unverschlossen. Wie Türen, die versehentlich offen stehen. Alle anderen sind verschlossen. Sie können nur von der anderen Seite geöffnet werden. Und wie? Mit einem Schlüssel. Und vermutlich habt ihr einen solchen Schlüssel. Der Schlüssel kann vielerlei sein. Jeder Illuvien ist anders. Ich verfüge über Wissen und Macht. Für gewöhnlich reicht das. Das ist ja alles sehr interessant. Aber warum zeigt ihr mir das? Das hier ist nicht das Nichts. Aber es ist sehr nahe. Jemand mit genügend Macht könnte die alten Barrieren mühelos einreißen. Und das Nichts körperlich betreten. So wie es Korypheus mit dem Anker tun wollte. Hm. Er hat wie ich in der Arbor-Wildnis von dem Illuvien erfahren. Nun führt er den Rest seiner Truppen an, um ihn zu bekommen. Dank euch ist Korypheus verzweifelt, Inquisitor. Wir müssen zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten, und zwar schnell. Ja, wir arbeiten dran. Okay, also er will so ein Teil haben, um da hinzukommen, weil da, wo auch immer diese Altelfen das da erbaut haben, ist wesentlich näher am Nichts dran als hier unsere reale Welt. Und so kommt er dann eher dahin, wo er hin will. Ist ja wahrscheinlich auch ohne Anker. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach Gott, die hat uns hier wieder irgendwo ausgesetzt. Was? Na gut. Ach, das ist da, wo wir vorher nicht reinkamen? Nee, das ist die Tür, wo wir vorher nicht reinkamen. Es ist immer noch hier ein Ausrufezeichen. Ach, und hier ist Morrigan. Morrigan? Nee, wo sind die? Ach, da! Was für eine gewaltige Festung, Inquisitor. Zu groß. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort bis vor kurzem noch völlig heruntergekommen war, bewohnt allein von den Verzweifelten und Verlorenen. Und nun ist sie Schauplatz von Ereignissen, die drohen, die Welt zu erschüttern. Ich frage mich, ob ihr das wohl gefällt. Das klingt, als hättet ihr schon früher von der Himmelsfeste gehört. Diese Festung wurde auf den Überresten einer heiligen Stätte der Altelfen erbaut. Sie nannten sie Tarasylan.
Der Ort, an dem der Himmel behütet wird. Es heißt, sie hätten von hier aus in den Himmel gegriffen, um ihn hier unten zur Ruhe zu betten. Später verließen sie diesen Ort, ebenso wie die Menschen, die nach ihnen kamen. Knochen, getürmt auf Knochen. Ruhend bis zu eurer Ankunft. Okay, also wir Himmelsfeste wurde auf einer altelfischen, was auch immer, erbaut. Und Solis wusste davon Bescheid. Ist Solis irgendwie ein Überlebender der Altelfen? Könnte sein, weil ich weiß, wird ja aus dem immer noch nicht so ganz schlau. Wir hatten Glück, sie zu finden. Wir hatten großes Glück, dass wir sie gefunden haben. Das Schicksal wird nicht selten mit Glück verwechselt, wie meine Mutter stets zu sagen pflegte. Die Magie dieses Ortes ist in die Steine gesickert und schützt die Feste vor der Dunkelheit. Jene, die sie zerfallen ließen, wussten nicht, was sie an ihr hatten. Ihr hingegen werdet sie zu würdigen wissen. Davon bin ich überzeugt. Es war nett von euch, meine Hilfe willkommen zu heißen, Inquisitor. Und das, obwohl ihr nur wenig über mich wisst. Aber ich werde jegliches Wissen, das mir zur Verfügung steht, nutzen, um euch so gut ich kann zu helfen. Das schwöre ich euch. Ich weiß jegliche Hilfe zu schätzen, die ihr uns anbieten könnt. Manche mögen Korypheus für verrückt halten, weil er nach Göttlichkeit strebt. Und doch müssen wir uns fragen, was waren die alten Götter? Und welche ihrer Geheimnisse kannten die alten Magister? Was ich fürchte, was alle fürchten sollten, ist nicht, dass Korypheus glaubt, er könne Erfolg haben, sondern, dass es ihm tatsächlich gelingen könnte. Ja. Da hast du recht. So, ja, wir sind jetzt hier wieder im Park. Laufen irgendwelche Gestalten hinterm Busch. Gut. Sollen sie mal laufen. Ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!